Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Ja, ein weiterer Monat ist vorbei und ja, das heißt auch wieder abgebracht Videos. Wir sind mittlerweile im Dezember angekommen, die schöne Weihnachtszeit und ich habe hier noch nichts dekoriert. Ja, das muss ich jetzt auf jeden Fall demnächst nachholen und da freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf. Lichterketten, Weihnachtsdeko, Weihnachtsbaum, Weihnachtskranz, da geht mein Herz einfach auf. Ich finde, die Weihnachtszeit ist mit einer der schönsten Zeiten. Und ja, aber ich würde sagen, zurück zum Thema. Ich habe die aufgebrachten Produkte hier in dieser großen Tüte voll von Douglas. Und ja, ich habe auch zwei Haushaltsprodukte diesmal mit dabei. Ich habe mir gedacht, vielleicht interessiert es euch das einfach ein bisschen. Ja, schreibt mir das auf jeden Fall unten in die Kommentare, ob es euch interessiert, was ich so an Haushaltsprodukten aufbrauche oder ob ihr sagt, nö, lass es. Genau. Ja, einmal meine absoluten Lieblinge in Sachen Weichspüler ist hier von Soflan Bouquet der Düfte. Das riecht so unheimlich gut und lecker. Ich liebe diesen Duft und den gibt es leider bei uns bloß beim Edeka. Rossmann hat den nicht, DM hat den nicht, Müller weiß ich nicht, da komme ich immer so selten hin. Ja, aber Edeka hat den und da hole ich mir immer was und der ist auch fast immer ausverkauft. Also da kriege ich immer bloß ein, zwei Flaschen und das Fach ist eigentlich groß. Also es ist jetzt nicht so, dass es ewig klein wäre. Ja, wie gesagt, einer meiner absoluten Lieblinge. Ein weiterer Liebling von mir ist hier das Ariel Compact with Touch of Febreze und das nehme ich her für die Sportwäsche, für Outdoorwäsche, also überall, wo kein Weichspüler mit drankommt, nehme ich die hierher. Der Duft nach, also die Wäsche duftet danach so unglaublich gut, also das finde ich richtig toll und deswegen hole ich das auch immer wieder nach und wie gesagt, das kommt bei mir nur in die Sportwäsche und Outdoorwäsche, sonst nehme ich die nicht her, weil die mir sonst zu teuer wären. Wie in meinem letzten Haul-Video angekündigt, haben wir hier einmal das MAC Fix Plus aufgebraucht. Ich mag das einfach sehr, sehr gerne mittlerweile und komme damit gut klar und es hält auch lange. Also es ist jetzt wirklich nicht so, dass ihr da alle Wochen neues Produkt nachkaufen müsst. Also das hält schon wirklich sehr, sehr lange. Dann habe ich hier einmal aufgebraucht ein Trockenshampoo in der Duftrichtung Blush. Riecht auch sehr, sehr gut. Nehme ich immer mal wieder gerne her, einfach um wieder den Ansatz ein bisschen schöner hinzubekommen, wenn er nicht gerade frisch gewaschen ist. Und ja, also da könnte ich mir auch vorstellen, den hier nachzukaufen, weil der Duft auch richtig gut ist. Dann hat mein Freund hier aufgebracht, einmal von Balearmen Extreme Power Haarspray. Ja, er nimmt eigentlich jedes Haarspray. Ich nehme immer das hier mit, weil es halt ohne Duft ist, also nicht so dieser weibliche Touch drin hat. Ja, nimmt er ganz gerne her. Oder auch meine anderen Haarsprays, also da, das was da ist, wird praktisch hergenommen. Dann habe ich einmal gestern erst aufgebracht von Nitamin das Private Spa Harmony mit Lavendelextrakt und Arganöl. Diese Nitamin-Bäder mag ich eigentlich sehr, sehr gerne. Und Lavendel ist halt wunderbar für den Abend, das ist richtig entspannend, richtig angenehm und mag ich einfach sehr, sehr gerne. Man merkt auf jeden Fall, die Badesaison hat angefangen. Ich habe nämlich noch etwas aufgebracht und zwar von Dresden Essence, die Badepraline Weiße Traube Milchcreme. Ja, das ist halt so ein schokoladiger Duft, richtig angenehm. Es hat jetzt keinen Schaum, es duftet halt einfach nur angenehm und hat so eine leichte Pflegewirkung drin, also dass die Haut danach nicht total trocken ist oder so. Ja, kann ich mir aber auch vorstellen, mal nachzukaufen. Dann habe ich einmal aufgebraucht diesen Nagellackentferner hier von Ebelin. Ja, ich hatte den mitgenommen einfach wegen diesem Kiwi-Mango-Duft. Ja, ich würde mir aber trotzdem nicht mehr nachkaufen, weil er bei mir einfach die Nägel austrocknet, was meinen Nägeln nicht gut tut und ja, deswegen für mich nicht das geeignete Produkt ist. Dann habe ich hier eine Dusche aufgebraucht und zwar von CD, die Schmeichelcreme-Dusche mit Mandelmilch. Das riecht so unglaublich lecker, es ist richtig toller Duft, riecht halt einfach nach Marzipan, richtig, richtig lecker und ist halt auch wirklich cremig. Also die kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, nochmal nachzukaufen. Dann habe ich zwei so Kosmetiktücherboxen aufgebraucht. Ja, brauche ich immer wieder, kaufe ich mir auch immer wieder nach. Deswegen werden die auf jeden Fall ersetzt.
Dann hat mein Freund hier ein Deo aufgebracht, und zwar von L'Oreal, mein Expert Infinikival Man. Ach, keine Ahnung, wie man es ausspricht. 96 Stunden Power halt. Ja, weil jemand 96 Stunden sich nicht duscht, ist logisch. Nee, aber die L'Oreal Deos mag er eigentlich ganz gerne. Es gibt aber das andere, das hat er gerade in Verwendung, das ist so mit Birkenwasser, irgendwie sowas, oder Birkenextrakt. Das ist so weiß-grau im Design, das riecht noch eine Spur besser, aber das riecht halt auch schon sehr, sehr gut. Und ja, er ist da eigentlich recht flexibel, Hauptsache es duftet gut und es passt dann. Dann habe ich eine Creme aufgebraucht, und zwar von Sebamed, die Creme mit 2% Vitamin E. Ja, ist eine sehr, sehr gute Creme, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, auch zu kaufen. Ich habe aber allerdings momentan genug Cremes erstmal, deswegen wird die erstmal nicht nachgekauft. Ich hatte die, glaube ich, mal in einer Glossy Box oder in einer Pink Box drin. Ja, aber ist halt wirklich eine sehr, sehr gute Creme. Sie duftet halt noch nichts. Ja, ist eigentlich so gesehen für den Alltag eigentlich ganz gut geeignet. Dann habe ich noch ein Trockenshampoo aufgebracht, und zwar das Got2b Trockenwäsche Trockenshampoo für Volumen. Finde ich eigentlich für die, also mit dem Batiste kann man die auf jeden Fall vergleichen, finde ich sehr, sehr gut. Könnte ich mir auch auf jeden Fall vorstellen nachzukaufen. Das hatte ich auch, glaube ich, in einer Glossy oder Pink Box mit dabei. Ja, aber wie gesagt, finde ich eigentlich ganz gut und macht seinen Job gut, hinterlässt keine weißen Spuren im Haar, was ich halt auch immer bei trockenem Shampoo wichtig finde, und duftet auch ganz lecker. Dann habe ich hier einmal aufgebraucht von Ghoul das Langzeitvolumen, volumengebende Pflegekurspülung. Duftet auch sehr, sehr gut, macht die Haare schön geschmeidig, lässt sie richtig schön ausschauen und gibt auch wirklich Volumen, also das kann man auch sagen. Und man kann auch leichter durch die Haare durchkämmen, was auch immer mir sehr wichtig ist. Und ja, könnte ich mir auch vorstellen nachzukaufen. Dann habe ich noch ein Haarprodukt aufgebraucht, und das ist für mich mittlerweile eher ein Flop-Produkt als ein Top-Produkt. Und zwar von Botanicals Fresh Care Seidigkeitsritual Spülbalsam für widerspenstiges Haar. Ich fand, es hat meine Haare strohig gemacht, es hat sie nicht gut durchkämmbar gemacht. Es hat für mich halt einfach keine Wirkung gehabt, und deswegen werde ich es mir nicht nachkaufen. Ich habe nur leider noch ein Backup da, weil mir die am Anfang sehr, sehr gut gefallen hat. Also ich fand die am Anfang richtig gut. Irgendwann ist es umgeschwungen, und ja, jetzt habe ich noch einen Pack da. Das werde ich, glaube ich, nächstes Jahr erst angehen. Momentan verwende ich erstmal andere Produkte. Und ja, wie gesagt, für mich ein Flop-Produkt, ja, weil es einfach meiner Haarstruktur nicht gut tut. Deswegen, wie gesagt, werde ich es nicht nachkaufen. Dann habe ich hier einmal einen Essie The Good To Go Nail Topper. Da ist noch ein bisschen was drin. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Es ist aber so zäh und man kriegt es einfach nicht mehr raus. Deswegen wird der jetzt weggetan, weil ich noch andere habe. Und ja, aber ist ein sehr, sehr, sehr guter Nagellack-Topper. Und werde ich mir auf jeden Fall in der großen Größe nachkaufen. Ja, dann habe ich mal eine Handcreme aufgebraucht. Das kommt ja auch eher selten vor. Und zwar von Tracklimoon, The Raspberry Kiss. Und die sieht so aus. Habe die Hände gut gepflegt, ist schnell eingezogen. Habe ich an meinem Schreibtisch in der Arbeit stehen gehabt. Und ja, mochte ich sehr, sehr gerne. Und ja, ich habe momentan noch genug Handcremes, deswegen werde ich mir die nicht nachkaufen. Aber hätte ich jetzt keine, könnte ich mir vorstellen, die auch nochmal nachzukaufen. Dann einmal aussortiert ein Eos Lip Balm. Ja, ich finde die momentan überall in meinen Handtaschen, die Dinge. Und ich weiß nicht, wie lange das der schon offen ist. Er riecht auch nicht mehr so gut, deswegen sortiere ich den lieber aus, als dass jetzt da irgendwas an meine Lippen rankommt, was nicht mehr gut ist. Und ja, aber an sich sind die Eos Produkte sehr, sehr gut. Und ja, aber ich mag für die Handtaschen mittlerweile einfach die Stiftform lieber, weil hier in diesem Ding sammelt sich einfach Dreck, was nicht so toll ist. Und deswegen nur für Schreibtisch oder für daheim am Schminktisch. Hier sieht man ja auch, habe ich den Pumpkin stehen, den mag ich auch sehr, sehr gerne. Aber nur noch für daheim oder für die Arbeit am Platz direkt. Dann hatte ich mir hier einmal dieses Shampoo geholt, und zwar von Evital Planta Clear Anti-Schuppen, beruhigendes Shampoo.
Für empfindliche Kopfhaut habe ich nicht vertragen, hat meine Kopfhaut nicht gut getan. Deswegen habe ich aufgehört, es zu nehmen. Mein Freund hat es dann aufgebraucht. Ja, der hat eine sehr robuste Kopfhaut. Deswegen macht ihm das nichts aus. Der nimmt dann einfach meine Shampoos, die ich nicht mehr brauche, nicht mehr hernehmen. Nimmt er her und braucht die auf und ist zufrieden damit. Dann habe ich noch ein Duschgel aufgebraucht und zwar das Coconut Joy Body Butter Creme Dusche. Also ich muss sagen, ich bin ja nicht der allergrößte Kokosfan, aber dieses Duschgel riecht auch nicht so extrem nach Kokos. Also wer jetzt hier die volle Kokosbombe erwartet, der wird hier enttäuscht. Also das ist wirklich nicht die volle Kokosbombe. Ich hatte es in einer Pinkbox, glaube ich, drin gehabt. Habe es jetzt hergenommen und ich muss sagen, also von der Pflegewirkung her, vom Gefühl auf der Haut her, es ist top. Also wirklich richtig, richtig gut. Und dadurch, dass es auch nicht nach Kokos so extrem duftet, könnte ich mir vorstellen, das auch nochmal nachzukaufen. Aber wie ihr vielleicht in meiner Duschgelsammlung gesehen habt, ich habe genügend. Also ich brauche eigentlich nichts. Deswegen werde ich mir das erstmal nicht nachkaufen. Könnte mir das aber, wie gesagt, vorstellen. Dann habe ich hier von Nivea einen Augen-Make-up-Entferner aufgebraucht für die sensible Augenpartie. Fand ich sehr, sehr gut und werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Dann habe ich noch einen Augen-Make-up-Entferner aufgebraucht und zwar ist der von Vichy. Fand ich auch sehr gut, hat das Augen-Make-up sehr gut runtergenommen, aber im Vergleich zum Nivea war er jetzt nicht besser, weswegen ich den Preisunterschied jetzt gerechtfertigt fände. Deswegen kaufe ich mir den nicht nach, aber wer sich die mal anschauen möchte, kann ich echt empfehlen. Nimmt das Augen-Make-up sehr gut runter und macht wirklich seinen Job gut. Dann habe ich hier eine Augencreme aufgebraucht. Das dauert ja auch gefühlt Ewigkeiten, bis die Dinger mal leer werden. Die habe ich allerdings nur abends hergenommen. Das ist für trockene, normale Augenpartie. Weil unter den Augen, unter Make-up hat es gekrümelt. Also es ist richtig so runtergebröselt, was überhaupt nicht schön ausschaut. Deswegen einfach nur für abends hergenommen. Aber deswegen kann ich mir auch vorstellen, deswegen kaufe ich mir die auch nicht nach, weil ich möchte einfach eine Augencreme haben, die ich für morgens und für abends hernehmen kann und nicht nur auf eins beschränkt werde. Dann gestern erst aufgebraucht habe ich hier einmal die Bio Vegan Skin Food Bio Cranberry Tuchmaske für normale bis trockene Haut. An sich fand ich die Pflegewirkung echt super. Es hat super Feuchtigkeit gespendet und alles tippitoppi. Also wie gesagt, vom Produkt her selber super. Allerdings, die Maske. Das sind Augenschlitze. Also ich weiß nicht, auf welche Augen das passen soll. Das kann nicht funktionieren. Also man muss sich das aufschieben. Also entweder man schneidet es vorsichtig ein oder man reißt sich die so leicht ein, damit die nicht über den Augen liegt und sich das Serum nicht in die Augen tropft, weil das ist sehr unangenehm. Genauso hier unten die Partie ist einfach nicht passend gewesen. Also muss irgendwie nochmal nachgearbeitet werden, denke ich, weil von der Passform her fand ich die nicht gut. Also wirklich, das geht glaube ich besser, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand hier in Deutschland so kleine Augen hat. Wer die schon ausprobiert hat, schreibt mir nochmal in die Kommentare, ob es bei euch gepasst hat oder ob es bloß bei mir nicht gepasst hat. Aber ich finde für mich, die Maske passt nicht. Man muss nachschneiden, aufreißen und für 5 Euro, was diese Maske kostet, finde ich das einfach nicht gerechtfertigt, weil da Cambalea, Isana und so weiter, die machen das besser. Ja, dann kommen wir auch schon zur nächsten Tuchmaske. Hier fand ich die Passform wirklich gut. Also es war hier so, dass du genügend Platz für die Augen hattest, dass der Mund und die Nase gut gepasst haben. Klar, ein bisschen nach, besser muss man hier unten meistens immer. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Und auch von der Feuchtigkeitswirkung her war die bombastisch. Also es ist eine richtige Feuchtigkeitsbombe. Aber ich glaube, die war auch nicht günstig. Also die war ja auch in der Glossybox drin und bin mir nicht sicher. Aber ich meine, ich habe irgendwie noch so einen Preis von 85 Euro im Kopf. Und ja, das ist sie nicht wert. Also das würde ich nicht ausgeben für eine Maske.
Dann habe ich hier einmal aufgebracht von Balea die Peel-Off-Maske, klärt das Hautbild und pflegt mit Hamamelis, tiefenreinigend für Mischhaut. Ich weiß nicht, warum ich mir die immer mal wieder nachkaufe. Ich finde es jedes Mal langweilig, für meinen Hauttypen nicht geeignet, lässt sich schlecht runterziehen wieder. Ja, deswegen also für mich nicht geeignet und werde ich mir hoffentlich nicht nochmal nachkaufen, aber manchmal passiert es einfach, dass die mit in meinen Einkaufskorb wandert. Dann habe ich hier einen Yankee Candle aufgebracht und zwar die Autumn Glow Yankee Candle. Und die riecht so unglaublich gut, Leute. Also Hammerduft, wirklich Hammerduft. Richtig, richtig gut. Also wenn ihr die kriegt, schaut euch die an, schnuppert mal dran. Mega. Dann habe ich hier von Urban Decay das Chill aufgebraucht. Und zwar ist das die Variante für Cooling and Hydrating, also Feuchtigkeit spenden. Fand ich an sich gut. Ich mag nur das MacFix Plus einfach momentan lieber. Deswegen werde ich mir das hier erstmal nicht nachkaufen. Dann auch einmal aufgebraucht der Make Me Brow von Essence in der Farbe Blondie Brows. Ist dieser helle Ton hier. Mag ich sehr, sehr gerne. Finde ich so für die schnelle Augenbrauenroutine top. Super Produkt und finde ich, kann mit dem Benefit-Produkt absolut mithalten. Also für mich reicht der vollkommen aus und werde ich mir deswegen immer wieder nachkaufen. Dann habe ich jetzt noch aussortierte Produkte. Und zum einen, der war auch in einer Glossybox, ist dieser Bronzer von Nutralooks. Den habe ich jetzt schon ziemlich lange, also die war in einer meiner ersten Glossyboxen drin. Und das ist doch schon ein paar Tage älter. Ich habe mit Bronzer irgendwie nie was anfangen können. Und ja, jetzt habe ich mir letztens gedacht, probierst du es mal aus. Aber der ist mir einfach viel zu dunkel. Und ich möchte den auch nicht verschenken, weil hier steht drauf 24 Monate haltbar. Und der ist definitiv älter. Ja, und den kann man halt auch schlecht verblenden. Und der würde zu meinem Hautton einfach nicht passen. Dann einmal aussortiert von Essence Midnight Masquerade, der Duo Ombre Lipstick. Und zwar hat der hier oben so eine schwarze Stiftspitze, mit der man sich den Mund umranden könnte. Aber der ist mir abgebrochen. Also wollte ich mal kleben, aber habe ich nie gemacht, weil einfach das Produkt hier unten drin, das ist so krümelig und trocken, das schaut auf den Lippen überhaupt nicht gut aus und deswegen kommt der weg. Dann auch einmal aussortiert ist dieser Lipgloss hier, den habe ich auch schon Ewigkeiten und ja, jetzt habe ich mir gedacht, den sortiere ich jetzt mal aus, ist an sich kein schlechtes Produkt, hat eine schöne Lippe gemacht, hat auch ein bisschen Farbe abgegeben, aber ich glaube, der riecht auch überhaupt nicht mehr gut. Und deswegen kommt der auf jeden Fall weg. Und dann habe ich noch zwei Lippenpflegeprodukte gefunden in meiner Tasche. Ach, die riechen auch überhaupt nicht mehr gut. Lippenpflege mit wertvollen Wachsen. Ich glaube, das war Rose oder so. Von Veleda. Fand ich eigentlich sehr, sehr gut. Habe ich in irgendeiner Tasche mal vergessen. Und ja, da ist er halt so vor sich hin vegetiert und ja, den kann man wegschmeißen. Genauso Sweet Mandarin von Balea. Der riecht auch überhaupt nicht mehr gut. Ja, deswegen kommt der auch weg. Ja, das war's dann auch schon. Das waren alle meine aufgebrachten Produkte. Schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, ob ihr auch was von diesen Produkten schon getestet habt und wie eure Meinung dazu ist. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen, euch beim nächsten Mal dann wieder mit begrüßen zu dürfen. Und ja, bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und bis bald. Tschüss!